Hallo und herzlich willkommen zum Weihnachtsspezial 2017. Oh Mann. Folge 11 und 30 Tage noch bis Weihnachten. Ich switch wieder ins Game. In die Game. So, haben wir schon. Mahlzeit. Moin. Was? Ist da noch was Besonderes? Nö, ich guck nur die ganze Rüstung, die so durch, was ich kombinieren kann. Und sowas. Ja, wir haben vor, da weiterzumachen, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Bei der Vollautomatisierung. Wenn wir es nebenbei schaffen, werden wir uns auch noch ranmachen, dass wir bald fliegen können. Ich habe nämlich keinen Bock mehr zu laufen. Dafür müssen wir... Warte. Ring. Was? Durch den Ring, du Eimer. So, dafür müssen wir diese Angel Rings machen. Die Angel Rings können wir nur mit einem Unstable Ingot machen. Diese können wir nur mit einem aktiven Dimension, Division Siegel machen. Also müssen wir das Siegel heute Nacht aktivieren. Es kommt darauf an, wie lange wir hier aufnehmen wollen. Ich gehe mal kurz ins Bild vor. Okay. Deine Kiste. Der Bargo. Ach so, das meinst du? Ja, dein komisches Backpack hat schon noch einen Körper. Mein Backpack? Ah, ich hab ein neues gemacht. So ein Crafting. Ach, du hast jetzt schon gemacht. Mhm. Aber wie erwischt man das? Nee, ich hab keinen. Dann musst du das in den. Nee, da im Pouch ist nicht. Ich dachte, das ist mein Backpack. Achso. Ein Backpack ist es. Das ist noch ein Lied. Mir ist auch inzwischen aufgefallen, ich werde dieses Vampir-Biom rausschmeißen, nachdem mir mächtig auf den Keks. Das nervt. Ich weiß aber nicht, wie das dann ist, wenn man ein Biom rausschmeißt, ne? Probieren. Darf ich einen Instant-Block zünden? Für was? Licht. Du, dir geht's mal an. Du darfst dann in den Ding was klettern. Warum? Hast du noch so einen Zauberstab? Muss ich aber umblättern. Ich hab doch gar keinen Zauberstab gemacht. Nein. Achso. Ich habe hier noch gar keinen gebaut. Okay. Die Kürbisse gehen mir auf den Keks, weil ich sammle dann Kürbisse. Kann ich mit dem Scheiß nicht anfangen. Kürbisse kannst du essen machen. Ich kann einen Health Spider Pumpkin machen. Okay. Kürbisse machen so eine Suppe. Soll ich gleich einen Diamant? Soll ich einen Hot Pumpkin Pie machen? Oh, dann ist es ein Fett. Nur einmal. Ich brauch den neuen Ofen schmeißen. Voll einfach. Ja, bringt immerhin ein bisschen was, ne? Ja. Das dürfen andere YouTuber nicht sehen. Das haben. Die werden da trotzdem. So. Ich nenne absichtlich keine Namen, weil ich mache keine Fremdwerbung mehr.
Nur noch für die, die für mich Werbung machen, für die mache ich natürlich auch Werbung. Ist Werbelicht. Braucht er ja, aber jetzt so viel Sand. Warte. Ja super, ein bisschen spät. Vor allem auf. Das ist doch kein Sand. Darauf kann doch gar nicht spawnen und los. Ist doch egal, mir geht es ums Licht und nicht darum, dass der. Erst mal in der Scheiße. Naja, gut, doch nicht so viel, machen. Wieder mal mehr als Schnitzel. Bringt mehr als ein Schnitzel. Willst du mich hier bitte? Hm, gleich. Ich würde noch mal hinterladen, die Katze unten. Blödes Viehzeug. Also wenn ich vom Spielen heute abgehalten werde, wir haben eine Katze, die ist gerade sehr, sehr penetrant. Hier, gucke, da ist Enderman. Ah, wie das spawnt dann einmal? Keine Ahnung. Gut. Wir haben einen scheiß Enderman-Spawner und es steht. Oh Gott, hier, das muss weg. Sonst laufen wir über von irgendwelchen Shards. Das ist so scheiße. Geht das wieder los? Dass wir da auch voll bei den Shards sind. Welche Shards? Aua! Nice! Ich dachte, ich würde die Müll anmelden. Wer hat denn hier oben ein Loch reingemacht? Ich nicht. Da. Ich nicht. Da ist auch noch ein Loch in der Wand. Hä? Da haben wir mir Blöcke geklaut. Die habe ich im Inventar, aber warum? Wahrscheinlich, wo du abbauen wolltest. Dadurch, dass deine Spitzhacke so relativ hoch ist. Ich habe nicht mal mit der Spitzhacke. Dann weh's, ne? Alles wahrscheinlich. Hier kannst du mal eine neue Frage. Nee. Ich habe alles vom Schnee befreit. Ja, dann mach mal nochmal so eine Instant-Fackel. Boah. Oh ne, lieber nicht. Ah doch. Nee. Ah doch. Das Ding ist ja kein Problem, das kannst du nee, auch. Nee, ich bin hier eine Monsterfalle. Dann mach ein Monster aus, Mensch. Nee. Nein, da ist nicht. Da bist du aber schuld. Halt auswegen gibt's nicht. Boah, Arschlecken wegen ist nicht, Alter. Ja, da Fackeln hier irgendwo rumflattern. Weiß ich nicht. Oh, ich glaube, die ganze Backpack sind ja klar hier. Alle leer. Wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Holz, Holz, Holz. Das war dein Holz, nicht mein Holz. So. Bist du gerade im Lager? Ja, leider. Schmeiß mir mal irgendwelche Blöcke. Am besten einen Brick und einen Brick Slab. Wieso ist denn weg? Ich hab doch vorhin gesagt, ich hab's im Inventar vom Dach. Ja. Dabei war's von dir. Ah, ja, schon doof. Ich habe keine Blöcke. Ja, nicht. Ich hatte noch welche über. Die sind doch alle. Ach, das sind meine. Die zwei Stunden muss ich noch durchschneiden. Oh, ich mache Fackeln und hier drin sind 1000. Ich werde doch kloppen. Ja, du musst nur mal gucken. Ich habe alles durchgeguckt. Nur das ist eine Scheißdinger vorbei. Jetzt schon wieder. Und ich dort ab schon wieder. Ich will die Hammer. Ich geh mal rein. Da steht die Hammer auf meinem Arsch.
nervt. Hast du denn auch schon wieder mit dir auf den funktioniert? Was? Dieses komische Scanner liegt da. Nee, warum? Ja, das ist gerade mal. Ich müsste mal wissen, wie das da funktioniert. Egal. Der Wert ist halt nie erformt. Das ist Frage, ich brauche es nicht. Hey, Katze, wenn du mir jetzt einmal eine Schnauze halten. Hier ist der Fackel. In dem Haus ist der Fackel. Wir müssen wieder Nacht machen. Also wir müssen warten auf Nacht. Ich krieg das uns überhaupt nicht. Ich tue dir die Instant-Dingen mal hin. Durch die Fehltonaufnahme, die ich hatte, keine Ahnung warum, konnte ich das leider nicht richtig erklären. Wir haben ja in der Timelab haben wir ja die Monsterfarm gebaut, die nicht richtig funktionierte. Wir haben uns geholfen in Form von Spawnern, das überhaupt funktioniert, was wir wollen. Stimmt? Ja. Irgendwie muss es ja gehen. Ja. Ich hab keinen Bock mehr. Ey. Jedes Mal, wenn wir irgendwo zur Seite der Monsterfarm bauen, funktioniert die nicht. Das ist nervig. Normalerweise geht das. Also wer Sky Factory spielt, der weiß, dass es das geht. Warum es hier nicht läuft, ich hab den Dienst. Ey, meiner wird auch ein Knochen. Meiner wird auch Blut weg. Egal. Ich würde mal sagen, die Monster-Drop-Kiste ist voll. Ich würde mal sagen, wir haben einen Test. Machst du ein Upgrade oder soll ich? Mach schon. Ich mach schon. Ich hätte auch gemacht. Alle hochkomplizierten Crafting-Aufgaben sind meine Sache. Die hochkompliziertesten. Nee. Die hochkomplizierten Aufgaben sind meine und die schweren wie der ME. Die hochkomplizierten Crafting-Rezepte wie ein Update sind meins und die hoch einfachen Crafting-Rezepte wie das ME ist deins. Mach du mal schön das ME. Du bist ja derjenige, der aufnimmt. Wo kommst du? Nee. Doch. Hast du die Fackel schon gezündet? Nein, ich mach doch klar. Schreibt in die Kommentare, wenn Xenobürmer mal aufnehmen soll. Nein. Du, es gibt halt die Möglichkeit, dass ich deinem Bildschirm einfach übernehmen kann. Ich werde mal einrichten. Da hätte ich dann bei dir mit in der Leitung. Das können sie dann so, alles. Es könnte sein, ich gleich mal ein bisschen öfter sterben. So, ja. Wow. Tipsy! Mati? Na, brauchst du wieder alles an? Hm? Brauchst dich wieder alles an? Hat sie. Ja. Sie ist mal wieder radig. Schon wieder? Boah, dieses. Alles gut. Ich meine mal. Hm? Oh, dieses blöde Scheißvieh. Egal. Wir ignorieren es. Das sagt jeder im Hintergrund. Wir spielen gemütlich weiter. Oder? Mhm. Auf einmal sollte ich zurück, wie technisch ich drüber einbauen.
Ich mache mal die Gläser. So. Ich brauche die Jas. Du Ort. Achso. Ah. Ah ja, das ist immer so das Elend, wenn der Wisch mal umgeräumt wird und ich nicht mehr so richtig mitkriege. Sei schon sauer. Aber man muss jetzt auch dran. Irgendwie krieg ich gar keinen Sinn. Ja, weil du die Dinger so angelegt hast, du Hirsch. Nee, hab ich nicht. Ach, die hat keine Dinger mehr. Das hat damit nichts zu tun. Die Dinger, die waren an der Stelle, wo du warst, schon angelegt. Ich hab doch die ganzen Fackeln weggemacht. Nein, du hast über den Controller weggekloppt. Den sogar kriegst du bei allen, was über den Controller liegt, keinen Schaden mehr. Weil ab dem Punkt, wo du abgekloppt hast, da kriegst du keinen Schaden mehr, weil das keine Dingers mehr ist. Und nicht mehr als ganze Dingers anerkannt. Das ist ja schon krass. Keine Ahnung, musst du sagen, was du willst. Nein, ich bin doch Crucible. Mit Dingers versorgen. Ich würde mal sagen. Dauert immer eine Weile, bis du checkst, dass hier überhaupt Exilio drin ist. Aber echt immer ein ziemliches Stück. Ja. Die Kiste kommt halt immer früher. Ich baue mal nach Parkplätzen. Auch wenn es langweilig ist, es ist mir gerade echt egal. Das muss, das muss. Oder was hast du dazu? Oh, bist du? Ja, das bin ich. Verzeihung. Ich bin auf Dedermausjagd immer hier im Haus. Versuche mal mit ganz wenig auf Dedermaus zu spielen. Jetzt weiß ich ja, dass ich das bin. Oh, scheiße. Oh, Mann. Ja, mir gehen die Fledermäuse auf der Eier. Ich will schon die mir Bleibendes geben. Die Nerven. Scheiße, Tüte. Aber der Fieber hat ja gar nicht viel Schaden gemacht, ne? Ja, irgendwie nicht. Ist wieder ein bisschen krank, oder? Genau. Es könnte auch sein, dass nebenbei mal das Telefon klingelt. Oh, Mann. Sitze ich alleine da. Das bin ich ja zum Glück schon teilweise gewöhnt. Nö, kannst ja nur mal kurz einen Cut machen. Oh. Deine Mutter, ne? Nee. Also. Erst noch. Achso, ja schon, ja. Hm. Also ich hoffe, dass die sich heute melden. Jebi, wir haben bald warmes Wasser. Was ist das? Die Dusche tät mal Not. Der Gruß geht an uns raus, wollen wir raus. Gucken eh nicht. Also, so, was mach ich? Scheiß drauf. Ich versuche ja gerade bis in die wichtigsten Chests abzutraden. Ich nehme schon mal eine Koppel. Brauchen wir nicht. Wenn ich noch irgendwo einen anderen da. Ja. Sieht aus, als wird zu mir fliegen, aber der fliegt zu dir. Oh, ich hab komische Box, nicht was da drin. Hey, die Scheibe. Jetzt kommt der nächste Nerven. Dann gehe ich mir nicht ärgern, aber Gold ist alle. Wie Gold ist alle? Gold ist alle. Dann brauche ich ihn jetzt. Ja, ich habe aber auch keine Ohrs mehr. Ich habe nichts mehr. Ich hab jetzt nur Upgrades gemacht. Ja. Ich hole mal meinen Kalender. Boah, schön ist das, aber mach ich was am Rischen. Am Minken. Ich hab schon wieder Schokocreme. Ich hab eine Zuckerstange. Doch, da kann man schon mehr. Vor allen Dingen hier komme ich extrem schnell hoch mit Leveln, ne? In unserem Sky-Projekt komme ich gar nicht hoch. Oh Gott! Oh
Gott, oh Gott. Ich brauche mal eine Lava. Du brauchst mal eine Lava. Dann gebe du mir Backe. Ich muss den Mann wechseln. Gib mir doch ein Backe. Wieso? Dann fängt. Ich weiß, wo Lava ist. Guck, bleib bei mir auf dem Schirm, dann kannst du gleich hier. Und die Schule. Ich bin so Schildkrötenarzt unterwegs. Ja. Dass ich eine Kröte benutze, aber dass ich eine Schildkröte benutze, oder? Nee, das ist nicht so. Wupp. Ja, die Captain America-Rüstung haben wir auch aus Grün gebaut. Genauso wie das ganze Ende liegen im Winter. Und das komplett ohne Farben. Ja, ich muss noch schnell was auslösen. Ding ist wieder angelegt. ich glaube unten im Controller. Anfang wieder. Warte, aber man kann nicht machen, ich muss es mal machen. Ja, das Blöde ist, dass das ganze Eisen, was ich da reingeschmissen hat, mir wieder entgegenkam. Ja, so, warte kurz, wo du loslegst. Das hat sich immer noch angelegt. Ja. Jetzt geht das Eis geschaut auf die Bühne. Ah, da kommen wir uns später. Ja, und dann Mangos sind noch nicht. Ja, hab schon gesehen. Ich hab auch gar nicht, ob die nachwachsen, ne? Nö, machen sie nicht, und ich schwimm grad in Scheiße. Scheiße. Ich bin immer noch ein bisschen mehr. Das ist die beste Variante. Oh. Das ist wirklich echt ein mieses Loch, du. So vom Meteorit, ne? Ja. Das nutze ich auch klar. Putzi jagt Tipsi. Klein jagt groß. Ist ja fast so, als würde eine Maus eine Katze jagen. Mit einer Controller. Nee, lauer zu mir. Lauer zu mir. Wo ist das? Wo bist du? Also ich sehe dich. Kannst du noch weiter besorgen? Kannst du machen, wenn du möchtest. Kann mir das auch selbst herstellen. Ach komm. Schau sie jetzt. Ich will eben auf der Jagd. Ja, dann mach doch. Ich meine nur, wenn du keine Lust hast, dann kannst du das. Nee, ich hab dich nur gefragt. Soll ich dir noch weiter besorgen? Mhm. Boah, ich bin nur eine Frage. Ich hab nur gerade kein OP-Zeug dabei. Mir gehen diese blöden Viecher auf den Sack. Du wirst aber am besten gleich dran setzen, dass man hier eine Quelle dann hat. Also Quelle nicht direkt, aber nicht fließen lassen. Hab's doch schon vorgegeben.
Oh, Monsieur Patrick Richter, könntest du mal aufhören, mich zuzudenken? Und das mal wohl morgen. Alter. Jeden Morgen dieselbe blöde Frage von den Typen, weißt du? Weißt du, wach? Oh, Alter. Ich muss doch langsam checken, dass ich früh sie aufnehme. Mann. So. Oh, ihr Affen. Oh. Was denn? Du eine gestopft? Ja. Wenn ich das unbedingt muss. Ja. Ich mach die Watcher stoppen. Lucky. Oh. Ich mach die nicht gestopft. Ja. Schon so durch Eschen fahren. Weil der Boden mir noch nicht. Lass das gehen. Gehst du antaffen? Geh du doch. Du doch. Du bist ja der Kerl im Haus. Ja, aber du bist derjenige mit der Fotze. Und? Die mal schneller abbiegen kann als ein Schwanz, also halt die Kusche. Nee. Alter, das sind Themen auf den Menschen. Ich hab keine Maule mehr. Wo sehe ich denn da? Na Tipsi, jetzt bist du am Rennen, ja, ne? Das ist so ein typischer Moment. Wo ich jeden einzelnen Katze nehmen könnte und einfach mal mit voller Kamera genau mal flach würde. Aber wir sind ja zum Glück in der Tierlieb, also lassen wir diese Geschichte. Was denn? Nicht. Wo ist diese Scheiße? Wo ist diese böse Meteorit abgestürzt? Hier hätte mich nochmal so einer abgestürzt. Also ich hätte schon selbst Lava, wenn du keine Socken hast. Ach nee, hab ich schon. Ich bin nur am Suchen gerade. Ja. Kann ja trotzdem sein, dass sie keine Lust hat. Warte doch, Rui. Für die Fluid-Konvolut, ne? Außer Chill. Stimmt. Ich war gerade bei den Grünen, bei den Items. Wieso kommen denn jetzt schon wieder so viele Schafs zu? Durch das Eis, was darunter sich befindet. Ja, müssen wir noch zumachen, ne? Ja, ja. Das nervt. Das war schon. Habe ich da vor uns gesagt, ganz mal reden, aber hört ja keine Sau hier so. Ja, was weiß ich denn, was du hier meinst? Jetzt geht wieder die ganze Schaffliegerei los. Ja, trotzdem weiß ich doch nicht, welche du meinst. Ich hab da, du hast mich da gefragt, welche, und ist das Eis? Achso, ja, schon, ja, die im Hinter. Ja, aber doch nicht woher. Och, Mensch. Ich weiß, dass ich ein Mensch bin. Das brauchst du mir nicht sagen. Haben wir schon den Schlüssel? Du hast doch keine gemacht. Doch, haben wir. Wir haben schon einen Schild. Ich bin mir gerade so bei Leute rein. Ich so, ich guck gleich, warte mal, komm ich schon da. Ich will ja keine Lava mehr, Mensch. Ja, dann lass es doch. Ich weiß aber, dass ja irgendwo in der Nähe von diesem scheiß Drecksbiom, dass da Lava ist. Ich hab die Schüssel. Gut. Hier ist Medior, ne, hier ist kein Medior. Oh, diese Bäume, wir müssen unbedingt das ganze Bio im Plan machen. Plan und ordentlich ausfackeln. Das komplette Bio bitte, danke. Das ist langweilig. Wenn das Bio im Umkreis von uns wesen wollen, boah, 100 Blöcke oder so. So reicht dann, bin ich dabei. Ich fange sofort an. Dann willst du die Lava weg. Boah, überall. In jedem Crafting ist was drin. Na, mach doch raus. Ich bin voll. Was ist besser? Nimm doch dein Crafting Pack. Stimmt. Haben wir die Weibe mal alles erinnern muss? Madame Seedunkel hat mich zu Minecraft gebracht. Sie hat zu verdanken, dass ich ein Megasuchti geworden bin. Aber ist egal.
Also man macht damit Sucht, als wie irgendwas in sich einzuschmeißen, was nicht gut ist. So, oder wie meinst du, oder wie siehst du das? So, das, was nicht gut ist, meine ich Alkohol, Drogen, keine Ahnung. Alles Zeug, was einfach nicht gut ist. So. Deshalb, alle sucht die sich dabei, sucht euch ein Computerspiel und zockt das. Ja, da passt auch rein. So, und jetzt bin ich hier so ein Server-Meister-Experte geworden. Auch wenn ich Nitrado dauerhaft auf der Eier gehe, weil ich was nicht weiß. Aber trotzdem, wenn ich es einmal raus habe, dann weiß ich's. Ja, wo soll man denn gucken, dass bei den Profiles irgendwie, oder wie das heißt da? Property Files, dass da irgendwo unter den Property Files da findet, dass man da fliegen kann. Aber soll ich nicht wissen, Mensch. Kann man das Zeug auch von oben rausziehen lassen? Ja, ne? Das ging. Nee, das geht noch von der Seite. Mhm. Du musst die ja nochmal eins versetzen. Wieso? Mach doch einfach rundrum und rüber. Oder mach doch da vorne, wo die Laterne ist, einfach eine Tanke hin. Und lässt es von der anderen Seite rausziehen. Stell dich doch nicht so doof an. Klar, so. Ja, ich wollte aber gleich von der Seite gleich da reinlocken. Ich hätte einen Tank dazwischen gemacht. Das, falls du doch mal vergisst, oder nachzufüllen, dass du wenigstens eine Überladung hast. Hast du noch Optionen hier? Ja, Barrel. Eine Kiste. Also eine Kiste ist eine Obsidian vorne dran. Da ist noch ein bisschen Obsidian dazwischen. Leer dich aus in einer Kiste. Da sind so viele leere Kisten, die nicht beschossen sind, leer dich aus. Mann, ich hab mich verlaufen hier. Scheiße. Hab ich jetzt einen Vorteil zu diesem Kuhkampf, wo ich mich aufhalte? Man kann es ja nicht verlaufen. Das geht nicht. Lieber Straßen. Ich will dich mal gar nicht an den Anfang erinnern, ne? Ja, am Anfang hatte ich meine Probleme. Aber jetzt inzwischen habe ich's. Wo ist diese Scheiße hin, Junge? Ich vergesse, wo ich bin. Ich bin irgendwo an Sumpf. Wie wär's, wenn du mal wieder nach Hause kommst? Ja, aber denkst du, was ich hier versuche? Denkst du, ich komme mir die ganze Zeit in Nüsse oder was? Ja. Leider Gottes sehen meine Zuschauer mich rumrennen. Und das kann man auch mit einer Hand. Ja klar, mit einer Hand. Das Problem ist, ich brauche hier zwei Hände. Das ist bloß nicht voll, das ist. Jetzt gibt es einen Instant-Kill von mir. Hab ich auch eine Chance vor. Ich renne ja tausendmal hin und erlogen, um zu gucken, wo ich überhaupt bin. Aber am Ende bleibe ich auch noch in der Welt stehen. Ist doch scheiße. Ich bin hier. Da ist das Haus. Da muss ich jetzt da in die Richtung. Wie schön, dass man das Haus jetzt auf der Karte gut erkennen kann. Nicht so pissig clean. Oh ja. Ich erinnere mich da nur an Kumo seine Welt, ne? Ich war derjenige mit dem größten Haus auf dem ganzen Bett. Auch nur weil ich ordentlich baue. Und ich auch was dahin fatze. Und die Nira ist auch cool, also. Oder? Manche zumindest. Also, Monsieur Kumo, wenn du das hörst, ne, ich würde gerne mal weiterbauen da. Die ganzen Gerüchten dabei. Oder? Mhm. Du willst bitte mal durch die Erde mit so einer Höhlenratte? Nein. Hm. Du warst ja derjenige, da ja. Wie war das? Ein Block Abstand und dann wieder links, rechts, weiter. Nee, nicht ein Block Abstand, drei Blöcke Abstand. Dann kam die nächste. Achso, oder so. Mega, es sah zumindest sehr, sehr böse aus auf der Map. Sah cool aus.
Aber ich habe auch ein paar Dias rangeholt. Also. Ja. Wiederum an Dennis hier, wie der Pfeifendeckel heißt. Der hat ja diesen Bug genutzt, um Dias zu vervielfältigen. Was total doof ist. Der konnte cheaten ohne zu cheaten. Klingt total wärmer. Hast du nochmal Lava mitgebracht? Nee, ich bin nicht drin. Boah, diese Blöden. Ja, ich reiß gleich den Boden auf und dann hab ich die Schatze. Auch jetzt die Hände. Ich glaube, ich weiß, wo die Schatze ist. Die Blume da vorne. Ach, das lösen wir aufs Spielen, das Problem. Wir sind jetzt schon wieder beim Vollmond. Wir sind schon wieder bei 36 Minuten, ne? Boah, was ist los? Wir haben nur noch gar nicht geschafft. Ja, deshalb sag ich doch, die Folgen müssen eine Stunde gehen. Das schaffst du ja nicht mehr, Nino. Wir haben dann eine Vollautomatisierung abgegeben. An ihr eine Vollautomatisierung hingekriegt. Ey, gib mir mal mein Lava-Bucket. Aber machen wir doch hin. Ich sag mal, kannst du aufhören, die Lava mit rauszuziehen, du Arsch? Uff. Ich benutze was. Jo, wir würden 500 Eisen. Eisen haben wir aber jetzt halt genug. So, in der nächsten Episode machen wir alle Kamikaze. Ja, in der nächsten Folge bist du wieder alleine. Ja, stimmt. Scheiße. Ey, stimmt, bei der nächsten Aufnahme, die ist ja morgen. Da bin ich ja nicht allein. Und übermorgen auch. Also da schreiben wir nach 3 Stunden Folge. Dann war was erreicht. Freut euch auf eine Menge Folgen. Für morgen und übermorgen. Jetzt wieder ein Haufen Umbauer-Geschichten. Oh, pass auf, du, ich schreib dir einen Zettel, was du hier zu erledigen hast. Und was für eine Macke? Ja. Ja, aber jetzt, du sitzt deinen scheiß fetten Arsch da fest auf der Schulbank und ich muss nur freuen, oder was? Ja, wir können ja auch tauschen. Ja, ich hab doch keine Sorgen. Jetzt brauchen wir nicht zu gehen. Oh ja, ich hab mir doch kein Problem, das kann ich so. Ich hab gerade alles von Ben Julien, ne? Ja, doch, hab ich. Mir fehlt nur die Axt. Ja, das weiß ich nicht, wo du die hast. Ich hab alles gemacht. Die große Axt. Die mag die. Ja, mach ich in der nächsten Episode. Weil wir von uns die Ende, also von da hab ich mir keine Nummer. Auf uns die, das war eine Einwelt, wo es nicht ging. Ach komm, wenn sie eine Einwelt ist, ist sie auch. Wieso? Wieso? Dein Problem war ein 1,12er, nicht ein 1,10er. Und wie hat die noch nie von zu prüfen? Ach Mensch. Ich habe hier noch nie einen Magnet besessen. Und immer Zeit. Ich habe einen Kopf. Wie cool. Warum hat er einen Kopf umgenommen? So, jetzt sieht man mal, dass die Farm auch funktioniert. Glück. Möchte auch sein. Es geht, wie es soll. Yeah. Uns fehlen bloß noch 2 Köpfe. Dann haben wir unsere Ringe. Heißt, das war wieder Flaschen.
Ich glaube, das macht dann wohl so Sinn. Oder? Willst du dabei sein? Ja, wenn du dabei sein willst, dann lass es. Muss nur sein. Die Grafik war das nicht mehr am Kopf. Da spielen sie wieder Mortex. Voll den Typen weg. Wow, endlich kommt er mal zur Einsicht. Nein, mein Problem liegt daran, dass die Grafik hat in jedem Scheiß verfickten Modpack anders sind. Das ist mein Problem. Was denn jetzt? Wartest du gerade bis Lava fertig ist? Nee. Ach ja, ich bin mir schon drauf, wenn ich irgendwo einen Ender-Spawn oder so sehe. Den Spawn wesen gleich nochmal. Wie geht hier? Wieso? Ja, ich habe durch die ganzen einzelnen verschiedenen Arten von Rezepten, von jedem Modpack, was ich habe, was jedes Mal wie alle Rezepte anders sind. Da waren wir doch schon lange vorbei. Ich bin verloren. So. Weißt du? Ja, da waren wir schon lange vorbei. Du hast was damit angefangen. Ich freue mich schon drauf, dass hier mal andere Spawner rankommen. Achso, ja, diese Ender-Spawner. Ja, welche Ender-Spawner? Ender-IO. Achso. Hau ich mir da mein Quadruple-Dings da rein, wie die Scheiße heißt, und dann kann ich da in einer Tour klatschen. Da komme ich gar nicht mehr hinterher mit Klatschen, so viel kommt dann zustande. Der Octa-Dingsbums. Also, ich würde mal sagen, wir machen jetzt die Aufnahme hier Ende. Da wir jetzt schon bei fast 45 Minuten sind, ist mir jetzt aufgefallen, die kurzen Folgen kommen irgendwie besser an. Warum auch immer. Lieber 100.000 kurze Folgen als wie eine lange. Und. Warte mal. Ist sowas gut. Lebende Dingsbums im Weltall gefunden. Das schreit wieder nach den Meteor Kitty? Irgendwie schon. Warte mal, nächste Karte, jetzt geht auf Suche. Prepare for multiple impacts. Oh, warte. Ich sehe aber nicht, also hier im Dingen ist nicht. Ja, das kann ja auch nochmal die Raum, bitte scheiß kommen. Ja, erstmal das, wenn es mal könnte, aber witzigerweise ist das immer irgendwie in Ordnung. Ja, guck mal, im Dach ist oben noch. Ja, das habe ich versehen gemacht. Mhm. Oder verstanden. Ich werde zumindest versuchen, vor der nächsten Aufnahme dieses Biom abzuschmeißen. Und dieses Biom in irgendeiner Art und Weise umprogrammieren oder keine Ahnung. Dummel, dein Umprogramm, das kannst du doch eh nicht. Das hat nur was anderes. Dann dieses Biom einfach an der Stelle wegmachen. Ich weiß nicht, aber nicht, ob das so einfach geht, wie du dieses denkst. Na, einfach nur verschieben, dass hier einfach, Mensch, das muss doch mit Word Edit, muss doch gehen. Meteor hat einen Dings gefahren. Was? Guck mal, Meteor rein. Ja, wow, eingekochter Fisch.
Nee, ist doch was. Schreit nach Kitty. Ja, aber ein gekochter Fisch, sonst ist das überlaufen. Ja doch. Ja, am geilsten finde ich ja immer noch das eine, wo wir sagen, mit Jo, Kitty ins Gesicht und dann knallt es aus. Ja, und dann alles voller Katzen. Ja, das war so schlimm, ey. Bin ich wieder im Bezirk? Ja, ich bin wieder. Wo ist die Welt? Wo ist die Welt? Wir müssen ja uns mal die Kuh anlegen. Ich hab keinen Bock an, auf die Bezirk zu sein. Ich mach die mir so gierig auf den Sack. Und wenn, dann nehme ich denselben Sieg nochmal und dieselbe Stelle nochmal. Und dann werde ich das Watchback einfach neu starten und werde einfach alles im Game-Mode nachbauen, dass alles wieder identisch aussieht. Also vielleicht auch nicht. Konnte man hier auf den Mond fliegen? Nee, ne? Nein. Warum? Oh, ich frag nicht. Bist du nicht zum Mond? Nö, ich frag nicht. Kannst du mal reinmachen, ich glaub. Also Problem war, ich werde das nicht. Meinst du, das ist mal eine neue Abwechslung? Nein, ich hab doch nur gefragt. Ja, warum? Einfach nur so. Du musst aber eine Runde haben. Na, nee, hat's keinen. Die eine Rekordkunde. Oh. Junge. Ja, ist ja gut. Später haben wir schon diese endgültige Feierabend bei der Runde. Ne? Jetzt mal gucken, ob ob ich vielleicht noch den Medior Kitty finde. Und ich werde diese Folge als Zweiteiler machen. Dauert mir zu lange beim Hochladen. Hier war der schon. Aber witzigerweise, in diesem komischen Vampir-Biom kommen die Millionen runter, ne? Die kleinen immer noch am Rand ein. Das ist gut von denen, ne? Ich habe nur Runden drauf. Wir sind mit Jo runtergekommen. Die Flausen. Ja, das ist doch kein Kitty. Ja, aber ich habe mit Jo gewunden. Du blöde Mensch. Hast du denn mal was Gescheites im Angebot? Du Scheiß. Hier, da durchspawnen die hier wie bekloppt. Das ist ein Spawner. Ja, das hättest du auch sagen können. Wir besser, wenn wir sogar so eine dumme Mod drin haben, wie wir bei unserem anderen Projekt. Du erwischt das Bild für Huhn mit Richtung und dann greift sich das Huhn ein. Ja, lauter. Aber sie bringen mir nicht mehr als ich spät, die ganze Zeit. Auch doof, oder? Mhm. Dafür gibt es ja diese Meteor-Scanner, aber ich komme da nicht klar. Also dieses Ding da, was das eben heißt. Das ist für von Applied. Nein, ich habe da ein Ding gebaut. Bei uns.
Das steht mitten im Raum. Achso. Oh, keine Ahnung. Dieses Scheiße hier. Power Mode, Quick Mode. Ja, bitte. Ich weiß es nicht. Komisch, ich weiß es nicht, wo der gelandet ist. Wenn ich den rein zufällig finden sollte, dann werde ich wahrscheinlich zwischendurch nochmal die Aufnahme anschmeißen, dass man es auf alle Fälle drauf hat. Und ja, dann würde ich sagen, jetzt beende ich mal den Part. Der zweiteilige ist jetzt so ein dreiteiliger. Wo und stehen die Minuten? Hier unten. Ach, da. Wir sind bei 15 Minuten. Naja. Da kann man mal sehen, wie viel Zeit wir mit Minecraft verballern, um ein bisschen vom Platz zu kommen. Krass. Naja, du bist jetzt auch lange ziemlich blöd rumgelaufen. Ja, ziemlich blöd rumgelaufen. Ich bin für dich Lava besorgen gegangen, ich hab dich als Kitty gesucht, ich bin nicht blöd. Und dann hast du dich verlaufen. Ja, aber dann merkt mich updated. Aber egal. Egal jetzt, wir beenden jetzt hier die Folge. Vor der Schreit hier noch ein Dresche ausartet. Und wenn dann liegst du eben noch. Wir müssen mal Schinken und Kinder sein. Ja, Voll, ja. Fräulein. Du, Ratte. Wie sind du fliegen kannst, ne? Weißt du schon? Du weißt schon, dass ich laufe gerade. Oh, mein Schuh hat aufgegeben. So, ich dachte, du bist da hochgeflogen. Ich krieg dich, du Motte. Wie bist du so schnell reingekommen? Keine Ahnung. Ich hab nicht gecheatet. Na? Versuche es mal mit enge Kurven zu nehmen. Mach ich doch. Und versuche es mal mit der Speedrüstung. Hab ich? Dann hau dir noch zusätzliche Haze auf die Schuhe. Ach nee, ich hab. Du! Arsch, ne? Na? Hast du mir gesagt, ich soll meine Rüstung nicht enchanten? Ich hab nichts drauf. Ich hab wirklich nichts drauf. Aber wenn du schneller sein willst. Nee, damit hast du nichts zu tun. Aber du warst ein paar Meter hinter mir. Ich habe einfach nur richtig eng gebrochen und so eng wie ich kann. Ich habe nicht gecheatet. Klar. Nie. Ich habe auch keine Hilfe. Na doch, ich habe noch die Speedring. Ich weiß nicht, ob du die auch anders. Ja, guck mal. Ich weiß nicht, warum du schneller, warum ich schneller bin. Du cheatest. Ich weiß einfach nicht. Ich habe doch schon so oft rausgefunden, dass ich schneller bin. Ich weiß nicht, warum. Ist Boogie jetzt, ich habe die Schnauze voll. Wieso tut der Kleber nichts? Warum? Ich hatte dich vor 2 Tagen mit OP-Schwert erwischt oder vor 3 Tagen. Es hat ja nichts ausgemacht. Keine Ahnung. Wieso? Ich hab mich jetzt gar nicht mehr. Egal, du cheatest. Ja, natürlich! Du bist dauerhaft im Game-Mode, das kann ich auch nicht tun. Na klar. Deswegen krieg ich auch Schaden, wenn ich im Game-Mode bin, ne? Aber wieso gehst du? Verreckst du nicht? Ne, weiß ich doch nicht. Was ist das? Ich hab nur 3 Herzen. Na, sag doch. Ich würde mal sagen, was hinkommt. Nee, du bist ein Cheater. Nee. Aber ich, du weißt, jetzt halt doch einfach die Schnauze. Ich beende jetzt die Aufnahme. Oh, Mensch. Das wollte ich ja schon vor einer halben Stunde machen. Ach Mann. Ey, wir sind fast bei einer Stunde. Lass uns doch 6 Minuten bitte labern und ich kann genau eine halbe Stunde Folge machen. Dann mach lieber was Gescheites. Ach, was soll ich denn machen? Ja, ich mache zum Beispiel gerade schon Energie. Energie? Wie Energie? Achso, der Scheißdreck. Ach, die eine hat Element. Wir haben doch massenhaft Rohstoffe, die wir gerade nicht brauchen. Wie zum Leier diese ganzen Vampir-Schrott. Muss eh alles weg.
Es geht von RF Tools, einer Maschine, die Energie erzeugt. Dann mach. Von irgendwelchen Rohstoffen, die du nicht brauchst. Ja, dann mach. Ich habe mir jetzt hier erstmal einen Stirling Generator gemacht. Na, wenn du mehr nicht wert bist. Hä? Wenn du nicht mehr brauchst, wenn du nicht mehr wert bist. Nein, es geht nur darum, dass ich erstmal die Energie brauche, damit ich überhaupt die Wildfleck Alloy machen kann. Ja, ist ja gut. Genau. Ich kann mir noch gar nicht mehr ärgern. Mit dem Menschen der Receiver, Energiezeptor, Gummo dieser Wristcrafter, Monitor, Inspector, Kreativ die Menschen. Was ist denn das für ein Krawall da draußen? Weiß ich nicht. Mir auch egal, mir reicht schon, dass die Alte von oben nicht kaum pennen lassen hat. Ach komm, du bist der Erste, der eingepennt ist. Warte, die ich mir direkt auf den Nüsse. Das wird ja wohl mal mein Recht sein. Jo, komm, hast du dich umgedreht, hast du geschnorcht? Nee, mir geht aber darum, dass die Fotze da oben immer will, dass sie leise sind. Und selber ist er geht direkt besser. Das geht mir auf den Sack. Ich weiß nicht. Wenn die weiter so machen, alle nach Kraft richtig mächtig da oben. Die Bocken. Ja, das hat keinen zu interessieren. Ach doch, vielleicht hört sie zu, dann macht es mal. Wäre ja mal was. Kann mir egal sein. Die Bocken. Welche Maschine das ist. Ich weiß nicht, welche Maschine das ist. Nein. Doch. Dann schmeiße ich ihn dir rüber. Nein. Ja. Kannst du sagen, nein. Ich sag ja. Kannst du sagen, nein. Aber ich sag ja. Kannst du sagen, das ist mir Boogie, was sie sagt. Kannst du sagen, nein, der nein. Ich brauche. Arschvoll? Ich finde die Maschine nicht. Ich glaube, die werde ich morgen bauen. Wenn du sie nicht findest. Von welcher Mod ist denn die? Ja, 11. Ja. Da wir die in einer anderen Welt bei uns haben, wir die Maschine da stehen. Und dann, wenn ich weiß, wie sie heißt, werde ich sie hier in der Aufnahme bauen. Stimmt irgendwas mit Generator, oder? Ja, ich glaube, da war schon Generator was. Ist halt von der 11. Hier haben wir Generator. Endogenik? Ich glaube, das ist der. Ich werde noch mal genau gucken, welches war ich jetzt sinnlos irgendwas baue. Und sind los unsere Beine dabei ein paar Schieße. In welcher Welt meinst du jetzt? Die, Dingsbums. Was wir gestern gezockt haben? Ja. Was da am Bett stand? Ja. Nee, der war das nicht. Da habe ich mit Flint habe ich Energie gemacht. Geh mal weg, Digga. Och Mensch. Diggerchen. Das ist gerade richtig unkassend. Aber jetzt wieder abhauen wollen oder was? Was bist denn du für eine Katze? Hm? Vor allem riechst du nach sauberer Wäsche. Eine Kackniete ist das. Eine Kackschnieze. Das war nicht das mit Generator. Das sah nicht so aus. Ist egal jetzt. Jetzt sind sie mich gar nicht falsch, ob das war. Wir werden dann später mal gucken, welches genau war. Und dadurch, dass wir andere oder irgendwelche Rohstoffe bekommen, die wir weiß Gott nicht brauchen, kann ich die dann ganz einfach reinschmeißen und dann erzeugt man jetzt ein wenig Energie mit den Müllprodukten. Oder? Mhm. So, und das ist zwar auch nicht high-end, wir wollen ja später dann auf
dass man vorerst gegen auf diese Generatoren gehen und die brauchen noch ein bisschen, bis wir soweit haben. Welche Generatoren? Wind. Und dann später wollen wir dann zu einem riesengroßen Lasergenerator übergehen, wenn es die Welt überhaupt mitmacht. Werden wir mal sehen. Wenn ich. Hier, guck gleich mal auf dein Schwert, was das für eins war. Mein Schwert? Was du hier am Anfang hattest. Was du in der anderen Welt eigentlich haben wolltest. Das war nicht hier. Das war auch das Projekt. Das war auch das Modpack. Auf einer anderen Welt? Ja. Ich glaub, das war hier gewesen. Nein, das war. Das war auch Projekt Ocean 2 Reborn. Das war genau dasselbe. Also wer Lust hat, wir haben das Modpack auf dem Server. Wer Laune hat, kann gerne mitmachen. Ich kann es nur immer wieder sagen. Mehr kann ich dazu nicht bringen. Wenn keiner sich meldet, hat derjenige halt Pech. Ja, ist mir egal. Ich würde mich aber über irgendwie mehr Leute auf dem Server würde ich mich schon freuen. Aber es wird irgendwie ein bisschen langweilig, immer nur zu zweit. Ja. Und dadurch, dass der Sommer halt für 4 Leute ausgelegt ist und wir nur zu zweit zocken, meldet euch! Ihr dürft Freude mit auf dem Server. Solange wir keine Scheiße bauen. So. Das weiß man nie vorher. Nein. Basti. Ja, Basti, der Server-Terrorist. Der mir das Lachen wegsprengt. Mehr unabsichtlich. Er hat sich gecheckt, dass da drunter mein Lager war. Aber egal. Ja, ich würde mal sagen, du bist jetzt über eine Stunde, oder? Ja, ich bin über. Wo steht denn jetzt hier die blöde Zeit? Immer nur an der Sendung. Eine Stunde, eine Minute. Alter. Ach, da unten? Ja, unten rechts. Neben der FPS, glaube ich. Ja, da steht die CPU. Ach, das ist ein scheiß Prozessor, das will ich selber. Wieso? 11,7 ist doch gut. 11,7? CPU sagt 11,8. 10,1. Wieso? Wie hast du das? Prozent. Ach so, ja. Ich hab doch auf 30 FPS stehen. Ich hab doch nur ein 3,6 oder so drin. Ich weiß gar nicht, wie viel Giga hat schon. Na, hier könnte ich gerne mal gucken, was für eine Grafik noch dabei ist. Dürf doch mal bei mir reinschauen, was ich habe. Und ich sehe wieder mal nichts. Wow, das sieht irgendwie an Optifine, das ist schon nicht sehr. Aber ja, dann spacken sich was da hoch. Wissen sich was bei mir nicht. Ich hab das nicht. Alte Version? In bestimmten Versionen hat man das noch nicht gesehen. Ich hab Optifine auf einer Version drauf, die auf diesem Spiel funktioniert. Ja, ich dachte so, ach egal, ich hab's drauf. Ja, wenn schon. Nein. Ja, aber ich zieh die Energie schon. Ja, guten Morgen, ne? Du hast einen Jolly-Generator gebaut und hast mitgecheckt, dass eigentlich ein Generator schon steht. Ich hatte noch keine Energy-Conduits. Also? Deswegen brauchte ich erstmal Strom, um die Dinger zu machen. Ach, deshalb die Frage, ob wir zum Mond gehen. Ja! Du hast doch klein! Nee. Ja, ich mach die Mod morgen rein. Nein. Doch. Nein. Doch. Oh nein. Oh doch. Der wird dann normal so. Wir bauen uns da oben eine Base. Kannst du selber machen. Weißt du, noch nicht mal ein ordentliches Haus gebacken zu kriegen, aber zum Mond fliegen wollen. Ich habe ein Haus gebaut, ein ordentliches. Ich habe schon mal schönere von dir gesehen. Und muss ich immer Luxusvillas bauen? Ich hab dir nur gesagt, dass ich schon mal schönere von dir gesehen habe. Ja, da müssen wir mal bei mir auf einem Server gucken. Da kann ich mal so als Sonder mal so ein paar Häuser von mir zeigen. Und dann zeige ich den Anfang von deinem Haus und ich muss mal sagen, deine Häuser sehen im Anfang immer geiler aus als meine. Komischerweise. Aber ist egal. Oh, ich hab mal wieder ein bisschen Gold besorgt. Schön. Musst du mal gucken. Das ist sehr gut. Ja, aus der Höhle, ne? Jo, warte. Weißt du, was warst du bullen? Ich war gerade eben mal vorhin, wo ich gesagt habe, wir haben gar kein Gold mehr. Bevor ich die Konduits gemacht habe, mal ganz fix in der Höhle und hab mal ein paar Blöcke von den Super Gold abgebaut. Und das ist da rausgekommen.
Die kriegt man ja nicht mehr mit, wo du den rennst. Ja, okay, jetzt ist aber endgültig Feierabend. Ich weiß jetzt gerade vor lauter Blödheit nicht mehr, was ich machen soll. Ich hänge gerade fest, ich will eigentlich die Vollautomatisierung machen. Auf der einen Seite will ich den Mio Kitty finden, der mir irgendwie ins Dach gekracht ist. Keine Ahnung. Du sagst, du rennst die ganze Zeit nur blöd rum. Ja, ich hab gerade irgendwie, bin ich planlos. Ich bin bei Projekt Ocean, habe ich mehr Plan, wenn er was machen will als hier gerade. Ich weiß nicht warum. Ich hab schon was getan. Ja, ich hab auch was getan, ich hab aufgenommen. Oh. Und hab deine Doofheit auf Band. Meine Doofheit, ja, ja, von wem. Ist egal jetzt, ich mache jetzt Feierabend hier und wir sehen uns morgen in einer produktiven XXL-Folge wieder. Ja. Kick dich auf, ja. Ja, der Hund lässt sich gut verstecken, ne? Jetzt nicht mehr. Bilder haben von der Wand. Scheiße. Ach Mann. Hast du jetzt die Stonefix und sowas her? Die sind hier und die halben waren nicht in Auto jetzt, oder? Nee, die waren da auch noch ganz genau. Die habe ich schon gebaut. Na gut, dann haben wir jetzt offiziell endlich wieder schauen und reinjauen. Tschüss. Ciao. Oh Mann, oh Mann. Wo ist jetzt meine Maus? Da wo ich nicht bin. Ones that hold the highest truth.